So, ist dann da auch schon fertig. Und Fridolin wird dann gleich auf den Pott gehen und anschließend die neue Dusche benutzen. Ach, schön. So, wie sieht's denn aus? Hungertechnisch. Das Müsli knallt ja nicht so gut rein, wie es aussieht. Manchmal stelle ich mir vor, es wäre Blut. Solange du nicht mein Fleisch mit Karotten und Erbsen isst, ist mir alles recht, liebe Tränenmond. Nom nom nom. Mm. Letzte Nacht habe ich von einem Yeti geträumt. Das ist mir zu langweilig. Ich verpiss mich. Ah, Frikadella natürlich setzt sich noch in Unterwäsche vor den Fernseher. So, jetzt müssen wir gucken. Er muss handeln und sie fährt da jetzt eh. Ach, wir haben ja gar keinen richtigen Mülleimer, fällt mir da gerade auf. Ach, Fridolin, was machst du denn da? Das kostet doch alles. Lass das mal stehen, die Scheiße. Du hast doch keine Zeit dafür. Lauf! 8.17 Uhr. Mann, was denkt er sich denn, dieser Rebell? So. Ach, guck mal, hier die Tomate. Oh. Oh, Tomate. Schön. Tränenmond, wie sieht's denn aus? Kannst du... Ich sag dazu mal überhaupt nichts. So, jetzt duschen. Das wird aber knapper Spaß, mein Freund. Das wird doch auf die letzte Minute. Hier, Mädels, guck mal. Jetzt könnt ihr den Frido auch mal so sehen. Yeah. Raunchy. So, Hygiene, Hygiene. Los, los, los. So, jetzt aber raus da. Wieso ist der denn so unglaublich schlecht drauf? Privileg entzogen, Sim-Gnupp-Verbot. Ach ja, Hausarrest hat er auch. Schmutzige Umgebung und noch in Schwierigkeiten geraten. Fridolin ist grummelig. Alter, der muss zur Schule. Der hat keinen Hausarrest, der muss zur Schule, Mädchen. Bist du dumm? Der muss in die Schule fahren. Frikadelle lässt Fridolin nicht zur Schule fahren. Das gibt's doch gar nicht. Das kann doch nicht sein. Das ist doch... was ist denn das für eine Form... Was ist das für eine Mutter? Du hast Hausarrest, du fährst nicht in die Schule. Wo ist denn hier nochmal? Welche ist hier nochmal? Ist das hier die Penne? Rathaus. Hallo, wieso finde ich denn gerade die Schule nicht? Bin ich blind? Betriebsblind. Ach so, da, natürlich, genau vor der Nase. Zur Schule gehen. So, da kommt er halt zu spät, Frikadella, und du bist schuld. Und er musste sich gerade trotzdem rausschleichen, das kann doch wohl nicht sein. So, pass mal auf, Mädchen. Du wirst jetzt mal Folgendes tun. Du wirst jetzt erstmal Reste essen. Ein Hamburger ist doch klar. Und anschließend räumst dir mal schön alles weg. Und dann Hygiene. Nimmst du mal ein Bad? Liebe Tränenmond, du hast das Buch gelesen und eine Menge darüber gelernt, wie man Brillanz erreicht. Deine Schulleistung ist ebenfalls angestiegen. War doch kein Problem. Ja, Bücher lesen ist doch eine meiner leichtesten Übungen. So, Frikadella will auf gar keinen Fall rausgehen, 48 Stunden drinnen bleiben. Das wird aber nicht funktionieren, weil sie ja zur Arbeit muss. Ich weiß nur nicht, ob heute. Guck mal doch gleich mal. Zur Arbeit, zur Arbeit. Wenn man sich gut mit dem Chef versteht und mit Kollegen. Ach du Scheiße. Und kochen muss sie auch weiter ausbauen. Ach du Heilige. Muss in 6 Stunden zur Arbeit. Vielleicht kann sie auch noch ein bisschen Fernsehen gucken und Rezepte lernen. Dann muss sie auch nicht allzu schnell raus. Ich dachte, vielleicht können wir sie heute mal wieder zu Kunibert schicken und so ein bisschen rumflirten. Doch, ich glaube, das ist wichtiger. Weil jetzt das hier noch alles mit dem Chef, mit den Kollegen, da habe ich gar keine Lust drauf, weil wir aber bald wieder zu den anderen Schlömpels wechseln wollten. Kunibert, mein Herz, ich komme. Warte, wie? Geht nicht. Wie, das geht nicht? Warum geht denn das nicht? Und guck mal hier. Oh, lecker, lecker, lecker. Melonen ernten. Schlömpelhaushalt besuchen geht nicht. Das ist aber merkwürdig. Naja, vielleicht kann es dann trotzdem Fernsehen.
Und anschließend mal umschalten. Vielleicht kannst du auch erstmal den toten Fisch da hinten rausholen. Verendete Fische rausholen und dann füttern und dann fernsehen. In High Frickenition. Was macht ihr? Ach, der arme Fridolin. Die Laune ist nicht so gut. Status schlecht. Was gibt's denn da noch? Ach, und das Klo ist ja auch wieder zugekackt. Ach, Mann. Ach, komm, dann hier eben entstopfen. Säubern geht nicht. So, können wir das vielleicht mal ein bisschen beschleunigen? Ich habe da irgendwie nicht so die Muße zu jeden Morgen das Gleiche. Was macht... Mit jemandem... Alter, du chattest mit niemandem. Das gibt's doch nicht. Hat sie den Fisch rausgeholt? Gut, dann fütterst du jetzt gefälligst die Fische. Und anschließend kannst du ja auch mal eine Wäsche waschen, wenn du schon dabei bist. Und anschließend, das ist wenigstens gegossen, dann kannst du lernen. Mann. Diese Frikadella. Auch das war sehr sinnvoll. So, und die saubere Wäsche. Halt jetzt erstmal die saubere Wäsche holen, dann aber Fernsehen. So, Fernsehen und jetzt umschalten auf Koch. Anglerfreund, Sport in Randern her. Ja, hat sich ja super gelohnt auch. So, angeekelt ist immer noch Chefsache, Kollegen. Doof eigentlich mit Chefsache und Kollegen. Sie hat nur irgendwie nicht so gute Laune. Note sehr gut trotzdem. Das kriegen wir schon hin. Scherzfalle platzieren. So, jetzt müssten auch die Kinder langsam aus der Schule kommen. Ist ja gleich 14 Uhr. Zack. Huch, alle Teenager in deinem Haushalt unternehmen morgen einen kleinen Ausflug an den Ort Biströ zum kleinen Kürsen. Möchtest du die Erlaubnis unterschreiben, dass sie teilnehmen dürfen? Sie werden dann von eventuellen außerschulischen Aktivitäten freigestellt. Natürlich. Und da stürmen sie schon aus der Schule. Und natürlich wieder auf der Liste der besten Schüler, ist doch keine Frage. So, jetzt macht ihr hoffentlich erstmal Hausaufgaben. Hausaufgaben machen mit Fridolin. Ach, gucke mal, die beiden Süßen. Da, ich gehe. So. Diese ganzen Insider, die man hier inzwischen schon hat. Ach, guck mal, Fridolin ist schon fertig. Was kann der denn heute machen? Der ist ja jetzt hier schön draußen. Hunger hat er, Spaß hat er nicht so viel. Was hilft denn bei Spaß mehr als ein bisschen Fitness hat er? Ich würde Fridolin übrigens auch gerne nach China schicken. Ausdauertraining machen. Mit Wang Bo Chang hüpfe. Wer ist dieser Wang Bo Chang überhaupt? Wer ist das? Wieso taucht der auf? Wieso will er ihm Geschenke machen? Und was ist denn das da? Wang Bo Chang, lustig begrüßen. Mhm. Ach, da schleicht sich jetzt nur noch rum. Oh, guck mal. Mistkäfer, aua. Oh, jetzt habe ich eine unheilbare Krankheit und werde sterben. Was ist das? Anhören? Was denn anhören? Von wem denn anhören? Das ist, glaube ich, der unhöflichste Asiate, den ich kenne. So, ja, dann Wang Bo Chang, dann ist mir das auch egal. Hier, Hüpfekästchen spielen am Arsch. Das war es jetzt mit deiner Hüpfekästchen-Chance. Dann gehen wir mal schön ins... Gehen wir mal schön ins Fitnesscenter. Zack. Tränenmond ist doch jetzt eh auf Schicht, ne? Die ist genau, und Frikadella auch. Da kann Fridolin sich mal vom...
Autofahren überfahren lassen. Vom Autofahren überfahren lassen. Kochkunst, du musst unbedingt lernen, wie man Kekse zubereitet, denn das ist eine Spezialität des Hauses. Lies das Rezept sorgfältig durch und präge es dir ein, dann wirst du finanziell für deine Mühen entlohnt. Ja, das machen wir doch auf jeden Fall. Und dann das Rezept kriegen wir bestimmt in der Bücherei oder so. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Der Fridolin kann sich auch überhaupt nicht mehr normal bewegen. Ach, guck mal, wer da ist. Guck mal, die können sich auch mal anfreunden hier. Freundschaftlich begrüßen. Ja, ich bin auch ein bisschen genervt, dass der Fridolin nur schleichen kann. Hey, na Alter, lang nicht gesehen. Wie geht's dir, Mann? Ach ja? Ich mag Panzer. Ich muss die Stimme vorher üben. Ich kann da jetzt momentan noch nichts machen. Also, ich mag Fotos von komischen Geistwesen. Ich male meine Augen mit Gajal. So, aber wir haben gar keine Zeit zum Quatschen. Was ist das hier? Kissenschlacht. Komm, das ist ja ein bisschen... Also, Fridolin, hätte ich ja jetzt ein bisschen mehr von dir erwartet. Aber wir müssen hier auch schon nach oben. Wo? Wer trainiert denn hier schon fleißig? Ach, er trainiert hier fleißig. Und Hero Brian Schlömpel ist ja auch am Trainieren. Hier für die Mädels mit einem leicht ausdefinierten Körper. Und da ist auch der Duke schon gerade am Start. Ist doch der Duke, ne? Ja. Und wir verjagen dann einfach mal den Herobrine und... Nein, und üben hier selber. Das heißt, erstmal gehen wir an die Ausdauermaschine, weil er wollte ja unbedingt Ausdauer trainieren. Dann mal auf. Offenbar ist hier gerade ein WG aus Flug, aber Sabrina müsste doch mit dabei sein eigentlich. Oder hat die den Anschluss verpasst, weil sie in der Schule war. Ach, der Duke macht sich lustig. Go for gold! Genau, noch ein bisschen höher schalten. Er wollte ja unbedingt Ausdauer trainieren und da hat er's schon. Machen wir halt mal ein bisschen Ausdauer. Es muss ja nicht immer nur die Kraft sein. Dann können wir Norbert Newcomb auch ausdauernd aufs Maul hauen. So, viel gemacht haben wir bis jetzt aber auch nicht bei dieser Aufnahme. Das heißt, mal schauen. Der kann ja noch ein bisschen Hunger, hat er zwar, aber das wird er noch bestimmt noch ein bisschen überleben. Bei ihr ist die Energie so langsam so ein bisschen putt. So, Frikadella ist wieder bei Joe. Hey Joe, schmeiß mal Fritten rüber, alte Drecksau. Tja. Es gibt gerade momentan nicht viel zu tun. Ich würde jetzt gerne mal wieder den Fridolin ein bisschen mit der Sabrina treffen lassen. Das wäre schön. Dann könnten die beiden mal wieder ein bisschen abflöten. Ich muss mal gucken, wie ist überhaupt die Beziehung bei den beiden. Ah, zum Glück. Ich dachte schon, die ist jetzt runtergegangen. Aber zum Glück alles noch im grünen Bereich. Hier kommen für die Mädels nochmal... Achselhaare. Guckt euch mal den Fridolin an und vergleicht den mal mit unserem Lehrmeister hier links. Der Frido ist schon richtig am Wegrennen einfach. Komm, dann machen wir wieder den hier. Running Man! Athletikfähigkeit verbessern, natürlich. So, sieht ein bisschen aus, als würde man gerade zum Klo laufen müssen. So, die Hygiene ist gleich ganz runter. Oder so ein bisschen Benny Hill Show.